Rojava hat gezeigt, dass eine Alternative auf jeden Fall möglich ist. Also wir, gerade in Deutschland, auch die deutsche Gesellschaft, wir haben im Kopf, dass halt nichts anderes möglich ist. Also das, der Kapitalist denkt ja selber, der Kapitalismus ist das Ende. Es kann nichts mehr anderes geben. Und diesen Gedanken muss die deutsche Gesellschaft, also müssen wir auch halt in einer Gesellschaft in Deutschland, müssen wir sozusagen vor uns schieben. Weil wir sehen natürlich, wie ich gesagt habe, Rojava ist eine Alternative möglich. Eine antifaschistische, antikapitalistische, ökologische, feministische Alternative ist möglich. Ich bin heute hier in Hanau, für die Freiheit von Öcalan auf die Straße zu gehen. Denn ich sehe es in meiner Verantwortung, gerade auch in Deutschland, das sichtbar zu machen, was für eine Ungerechtigkeit dort passiert, dass ein Mann unter den krassesten Bedingungen eingesperrt wird und wir diese Isolation nicht hinnehmen. Eigentlich war es gedacht, dass wir einen langen Marsch veranstalten von Hanau bis nach Straßburg. Aufgrund der Corona-Situation haben wir uns jetzt entschieden, in den einzelnen Städten Kundgebungen zu organisieren. Hauptsächlich, finde ich, geht es auch darum, so, dass man eine Alternative zu diesem System findet. Das ist halt diese autonome Gesellschaft. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass es diese autonome Gesellschaft gibt. Ist gerade die Situation so, dass die Türkei massiv Truppen zusammenzieht an der Grenze zu Syrien, zu Nordostsyrien, zu Rojava. Und wir eigentlich damit rechnen müssen, dass es jeden Tag zu einer neuen Aktion, Besatzungsaktion von Seiten der Türkei kommt. Also eigentlich das, was wir gesehen haben, was der Islamische Staat aufgebaut hat, wird jetzt unter der Kontrolle und unter dem Blick und der Unterstützung des türkischen Staates wieder aufgebaut in Nordostsyrien. Also die versuchen halt die Kurden und Kurdinnen halt als kriminell darzustellen oder allgemein die PKK als zu kriminalisieren. Und so, das ist halt, hier sind so viele Menschen, es ist halt erstmal ein Punkt, so, wenn man jemanden festnimmt und dann laut durch den Lautsprecher sagt, so, er hat eine Straftat getan, so, das ist nochmal ein Schritt zur Kriminalisierung. Unter dem Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistan von 1993 sind eigentlich die Grundlagen geschaffen worden, jegliche politische Partizipation und Organisierung der kurdischen Gesellschaft hier in Deutschland zu kriminalisieren. Und damit einhergehen halt auch Fahnenverbote von den Konterfei von Abdullah Öcalan, aber auch die ganzen Fahnen der Freiheitsbewegungen in Syrien, in Rojava, also YPG, YPG-Fahnen. Auch hier in Deutschland sitzen viele Menschen, kurdische Menschen im Gefängnis aufgrund des Vorwurfs der Mitgliedschaft der PKK. Es gibt die Fälle, dass Frauen das Sorgerecht ihrer Kinder entzogen werden sollte, weil sie sich betätigt hat, auf Demonstrationen mitgelaufen ist. Es gibt zwei Antriebe. Es gibt auch einen positiven Antrieb. Also ich habe ja gerade von der Utopie gesprochen. Also dass man, wie zum Beispiel in Rojava hat, dass man ein freies Kurdistan hat, was natürlich ökologisch ist, feministisch ist, basisdemokratisch ist. Das sind die positiven Antriebe. Natürlich gibt es auch die negativen Antriebe, sage ich mal. Dass natürlich, wenn wir jetzt von der Lage vor Ort sprechen, dass überall in Kurdistan eine große Gefahr besteht. Wir haben mit dem türkisch-faschistischen Staat den größten Aggressor, der überall versucht, kurdische Existenz zu zerstören. Wenn man das beides kombiniert, stellt sich da halt die Frage, möchte ich halt organisiert sein oder nicht? Und ich glaube, wenn man einmal die Realität, einmal die Wahrheit gesehen hat und gesehen hat, was eigentlich passiert, kann man nicht anders. Also man muss halt dran denken und irgendwas machen. Also wir als kurdische Jugend, wir organisieren uns natürlich in Komitees, in Kommunen. Das heißt, das, was uns vorgelebt wird, versuchen wir auch zu leben. Also wir versuchen uns basisdemokratisch zu organisieren, uns zum Beispiel auch feministisch zu organisieren. Das heißt, man kann keine Kommune gründen, ohne dass man ein Frauenkomitee hat. Also wir versuchen, das, was wir möchten, auch zu leben. Weil natürlich, wir können viel lesen, wir können viel schreiben, aber wenn wir nicht das tun, was wir möchten, natürlich, wir sind auch im kapitalistischen System, das dürfen wir nicht auch vergessen. Also wir können nicht zu 100% sagen, wir sind vom Kapitalismus, vom Patriarchat befreit, aber wir können trotzdem versuchen, nach den Grundpfeilern unserer Revolution zu leben.